Von wem hängt es denn jetzt eigentlich ab, ob wir uns in Zukunft da noch frei äußern können oder nicht? Wer entscheidet das, wer muss unfallen? Also die wichtigsten Akteure auf Parlamentsseite sind die Mitglieder des Rechtsausschusses. Denn die meisten der stellungnehmenden Ausschüsse geben einfach nur ihre Meinung ab. Wir nehmen das zur Kenntnis, aber sie haben keine formale Gewalt über dieses Verfahren. Die einzige Ausnahme dort ist der Binnenmarkt- und Verbraucherschutzausschuss, der etwas mehr Zuständigkeit in diesem Bereich hat. Aber insbesondere am wichtigsten sind im Moment die Mitglieder des Rechtsausschusses. Dort gibt es eine ganze Reihe von deutschen Mitgliedern. Von der SPD sind das Silvia Kaufmann und Timo Wölken. Von der CDU, wie ich schon gesagt hatte, der Berichterstatter Axel Voss und von der CSU Angelika Niebler. Ich bin dort für die Piraten und die Grünen-Fraktion vertreten und darüber hinaus noch eine ganze Reihe von Abgeordneten aus anderen Mitgliedstaaten. Also das sind im Moment die Leute, die, denke ich, am meisten zu sagen haben darüber, wie sich das Parlament positionieren wird. Jede dieser Fraktionen im Parlament hat auch noch mal einen sogenannten Schattenberichterstatter oder eine Schattenberichterstatterin. Ich bin das für die Grünen-Fraktion, das heißt, ich führe die Verhandlungen im Namen der Grünen-Fraktion. Aber letzten Endes muss der Vorschlag, der zwischen uns verhandelt wird, im gesamten Ausschuss eine Mehrheit finden und dann im Zweifelsfall auch noch mal durch das Parlament als Ganzes bestätigt werden. Allerdings zeigt die Erfahrung aus vielen bisherigen Abstimmungen, dass das, was der federführende Ausschuss beschließt, fast immer vom Plenum beschlossen wird. Das heißt, es kommt jetzt wirklich auf die Abstimmung im Rechtsausschuss an. Und wir haben das bei bisherigen Abstimmungen zum Beispiel zum Geoblocking gesehen, dass es sehr, sehr schwer ist, die Entscheidung des federführenden Ausschusses danach im gesamten Parlament nochmal zu ändern. Die andere Seite ist der Rat. Dort gibt es einige Regierungen, wo ich denke, alle Hoffnung ist verloren. Das sind insbesondere, denke ich, Spanien, Italien und Frankreich, die wirklich sich sehr intensiv für diese Upload-Filter und auch für eine direkte Haftbarkeit der Plattformen für Urheberrechtsverletzungen ihrer User eingesetzt haben. Und was das bedeutet, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Also wenn man jetzt sagt, Wikipedia zum Beispiel ist eine Plattform, und Wikipedia ist direkt haftbar dafür, wenn jemand dort eine Urheberrechtsverletzung begeht. Dann reicht es noch nicht mal, dass sie Filter installieren. Also das wäre der erste Schritt, dass sie diese Verpflichtung haben. Aber selbst wenn sie Filter installieren, wir haben gehört, kein Filter ist perfekt und der Filter kann auch immer nur so gut sein wie die Daten, mit denen er gefüttert wird. Da muss im Grunde genommen nur eine Urheberrechtsverletzung durch diesen Filter durchgehen. Und der Rechteinhaber klagt dann nicht gegen die Person, die das hochgeladen hat, sondern gegen Wikipedia selbst oder in dem Fall vielleicht gegen Wikimedia. Also das ist ein rechtliches Risiko, das gerade kleine Plattformen eigentlich nicht tragen können. Und das ist die Position, die eben insbesondere von Frankreich, Italien, Spanien vertreten wird und inzwischen auch Portugal. Auf der anderen Seite gibt es einige Mitgliedstaaten, die extrem kritisch gegenüber dem Vorschlag sind. Das sind vor allen Dingen Belgien, die Niederlande, Finnland, Irland und teilweise auch Ungarn und Tschechien. Allerdings etwas weniger die letzten beiden. Alle dazwischen sind letzten Endes die, auf die es ankommt. Und da kommt es natürlich vor allen Dingen auf neue Regierungen an, weil man da erwarten kann, dass sich möglicherweise die Situation ändert und die Position ändert. Und Deutschland als größter Mitgliedstaat in Berlin wären. Ja. Frau Reda, jetzt vielleicht noch kurz abschließend. Sie sind ja mal nach Brüssel aufgebrochen, um sich vor allem auch um Urheberrechtsfragen zu kümmern. Und diese EU-Urheberrechtsreform, die ist ja ein Monster of Law. Das ist ein wahnsinnig großer Komplex, der dort beackert wird. Jetzt kann man den Eindruck gewinnen, was aus Brüssel kommt, das funktioniert nicht so richtig. Das stößt wieder auf großen Widerstand. Gibt es denn auch zukunftsweisende Aspekte, die Sie im Rahmen dieser Urheberrechtsreform ausgemacht haben? Ja, also ich glaube, der Titel Monsters of Law passt hier sehr gut. Also ich glaube, man muss ganz klar sagen, beim Thema Urheberrecht ist das Problem wirklich nicht die EU. Im Gegenteil, eigentlich ist das Problem, dass das Urheberrecht viel zu wenig europäisch ist. Weil ein Aspekt, auf den wir noch gar nicht eingegangen sind, ist der, dass diese Urheberrechtsschranken, also zum Beispiel das Zitatrecht oder was man zu Bildungszwecken mit urheberrechtlich geschützten Inhalten machen darf, nationalstaatlich unterschiedlich geregelt wird. Das heißt, wenn eine internationale Plattform plötzlich Filter installiert, selbst wenn die
in irgendeiner Form ein Zitat erkennen kann, dann wird sie sich sicherlich nicht die Mühe machen, 28 verschiedene Urheberrechtsschranken zu implementieren, sondern wird sich im Zweifelsfall halt an ein Urheberrecht halten. Und oftmals ist das dann überhaupt nicht das europäische, sondern eigentlich das amerikanische Urheberrecht. Ein positiver Aspekt dieser Richtlinie ist, dass zumindest in kleinen Teilen versucht wird, dieses Problem zu lösen, indem einige wenige Urheberrechtsschranken europäisch verpflichtend und einheitlich gemacht werden sollen. Das ist leider nur die Nutzung von urheberrechtlich geschützten Inhalten zur digitalen Bildung, also was im Klassenraum geschieht, soll auch grenzübergreifend über Online-Streaming und so weiter gezeigt werden dürfen und einige weitere Ausnahmen im Bildungs- und Wissenschaftsbereich. Ich hätte mir da wesentlich mehr gewünscht und ursprünglich klang es auch so, als ob die Kommission wesentlich mehr tun würde. Das heißt, alle Urheberrechtsschranken europäisch einheitlich zu regeln. Das ist der eine positive Aspekt und daneben gibt es immer noch die Hoffnung, dass sich das Europaparlament für eine Remix-Schranke aussprechen wird. Also das ist etwas, was in vielen Ausschüssen Anklang gefunden hat und dass zumindest einige der alltäglichen Handlungen, die wir alle im Internet begehen, zum Beispiel Reaction-GIFs zu teilen und solche Dinge, dass die legalisiert werden könnten. Und das ist was, das noch nicht beschlossen ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es dafür im Rechtsausschuss eine Mehrheit gibt. Frau Reda, ganz herzlichen Dank, dass Sie so kurzfristig Zeit gefunden haben. Wir würden jetzt an dieser Stelle mit der Podiumsdiskussion beginnen. Ich würde daher unsere Referenten gerne schon mal nach vorne bitten. Und nochmal vielen Dank und einen herzlichen Applaus nach Brüssel. Vielen Dank und eine gute Diskussion wünsche ich.